Der erste Schritt zu einer Weltumrundung ist, kauf dir eine Packung Schrauben und nimm die mit. Für unterwegs musst du bestimmt was bauen. Ich brauche nicht viel für die Erholung. Ich brauche mich, mir eine Angel und mein Boot. Ich habe mein Wohnzimmer nach oben gebaut, um mir Platz für Erholung darunter zu schaffen. Aber wie kommt man jetzt nach unten in den Urlaub? Gigantische Platten, die ich über Seilzüge nach oben fahren kann. Und zack, bin ich im Naherholungsgebiet. Und zwar nicht um die Ecke, sondern direkt unter mir. Die Tapete ist ja schon die halbe Miete. Wie bekomme ich jetzt die Natur in meinem Podest? Da habe ich mir Stufen eingebaut in so einem Klappenmechanismus. Also wenn es hochklappt, dann klappen hier Stufen ein und die Pflanze geht nach vorne, legt sich schlafen, wie in der Natur. Und wenn ich es aufklappe, wupp, kommen die wieder nach oben. Fertig. Das sind Schuhe, mit denen bin ich durch die Wüste gelaufen. Da sind noch so kleine Schleifspuren von den Skorpionen. Die haben mich eigentlich auch mit am Leben gehalten, als ich sie morgens gegessen habe. Die Teiche sind auch Podeste, die sind aber alle verschieden hoch. In einer Biologie gibt es auch keine Symmetrie, bei mir auch nicht. Wenn da mal so ein Reiseunternehmen drauf kommt, dann ihre Leute in den Urlaub so schicken könnte, dann würde das ja jeder haben. Come on, die, yeah, yippee, yippee, yeah.